Ich bin der Flemur Scharen, wir haben den Samstag, den 4. Dezember 2021. Wir haben die Funktion Sinus von Pi geteilt durch x. Und schauen, was das hier ergibt. Wir haben hier wieder eine Tabelle. Wir starten mit x von 0 bis 2 Pi. Ich will das auch in Achtelabschnitt unterteilen. Das heisst, wir haben hier 0 Pi, dann haben wir Pi geteilt durch 8. Dann kommt 2 Achtel. Ich schreibe schnell auf 2 Achtel. 3 Achtel, 4 Achtel, 5 Achtel, 6 Achtel, 7 Achtel, 8 Achtel. Also 2 Achtel ist ein Viertel, dann haben wir Pi Viertel. 3 Achtel ist 3 Achtel. 4 Achtel ist ein Zweitel, also Pi 2 geteilt durch 2. 5 Achtel ist 5 Achtel Pi. 6 Achtel, das ist 3 Viertel. 7 Achtel. Und 8 Achtel, das ist 8 Pi. Also ich gehe jetzt mal nur bis Pi. Vielleicht ist es sinnvoller, direkt auf 2, also im Vierteltakt aufzugehen. Aber wir sehen es jetzt gerade, also Pi geht halt durch Pi über x. Was geht das eigentlich? Pi geht halt durch 0, das ist nicht definiert. Dann gehen wir Pi anschauen. Pi geht halt durch Pi, das ist 1. Pi über Pi Zweitel, das ist 2. Ja, 1 geht halt durch 0,5 ist 2. Was gibt eigentlich Viertel? Ein Viertel. Pi Viertel. Also Pi, das gibt 4. Achtel gibt 8. Und bei Pi sind wir bei 1. Schauen wir noch kurz 2 Pi an. Und was sind wir bei 2 Pi? Das sind wir bei Pi, geht halt durch 2 Pi. Das ist ein Zweitel. Pi geht halt durch 2 Pi. Also Pi geht halt durch x, das ist dann Pi geht halt durch 2Pi und das ist dann 1 Zweitel, also 0,5. Ich nehme jetzt hier folgendes, das untere brauchen wir nicht, eigentlich können wir das Ganze ein bisschen runter. Das ist 2, das ist 1. Da haben wir 2Pi. Bei 2Pi sind wir bei einem Zweitel. Und bei Pi sind wir bei 1. Und bei Pi Zweitel, also da ist Pi. Und Pi Zweitel, das steht in der Hälfte. Da sind wir bei 2. Also ist 0. Sozusagen, denn das Asymptot, also die Unberührbaren, nennt sich das. Wir sehen, also wir haben hier das Asymptot, die Unberührbaren sozusagen. Und das würde dann hier bei, wenn wir zum Beispiel haben,
Da Pi geteilt durch 100, dann ist die bei 100 oben. Aber das ist, jetzt sieht dann so aus. Dann geht es hier auch immer näher an die X-Achse. Ich zeichne sie hier nur bis 2 auf. Weil hier bei Pi Drittel sind wir schon bei 3, bei Pi Viertel sind wir schon bei 4. Also das sieht dann so aus ungefähr. Und jetzt, also wir lassen das mal so stehen gerade. Ich könnte die Werte noch rechnen. Ich meine, Pi geteilt durch x, das wäre nicht so. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist der Flächeninhalt von 0 bis 2 Pi? Wenn wir jetzt von 0 bis 2 Pi gehen. Von der Funktion f von x nach x integriert. Da haben wir 0 bis 2 Pi. Von Sinus von Pi x. Pi geteilt durch x. Und das ist die Stammfunktion an der Stelle 2 Pi. Minus Stammfunktion an der Stelle 0. Eine Stammfunktion von Sinus Pi geteilt durch x, was ist das eigentlich? Das ist minus Cosinus Pi x, Pi geteilt durch x, und das abgeleitet gibt dann ja, also das ist, das können wir auch schreiben als Sinus mal Sinus von Pi mal x hoch minus 1, und das abgeleitet, also wir haben dann hier Pi mal x hoch minus 1 und das abgeleitet, und wenn wir wieder zurückgehen, dann geht das Sinus von Pi mal x hoch minus 1 und dann eben mal, was ist die Ableitung von Pi mal x hoch minus 1? Das ist Pi mal minus 2 mal minus Pi mal. Ja, was ist die Ableitung davon? Minus 1, x hoch minus 2. Das heisst, um auf diesen Term hier zurückzukommen, müssen wir dann hier schon rechnen. Geteilt durch und ich schreibe das neu, also das hier x hoch minus 2, das ist dann 1 geteilt durch x Quadrat. Das heisst, wir müssten hier minus Cosinus Pi hoch mal x hoch minus 1 müssten wir hier schreiben minus Pi. Minus und minus fällt weg. Das nehmen wir nachher weg. Und um 1 mal x Quadrat zu entfernen, müssen wir dann hier mal x Quadrat hier schreiben. Die Frage ist, stimmt das denn noch? Jetzt muss ich gerade mal schauen, was habe ich da nicht gemacht. Also. Sinus von Pi geteilt durch x. Das ist die Integral. Und der Integral sieht dann da schon ein bisschen anders aus. Ja? Und das ist aber interessant, das ist interessant. Integral Cosinus. Also gehen wir dann schon, das würde jetzt da, das würde jetzt da über die Playlist hinausgehen.
Ich denke, es ist sinnvoller, wenn ich in den nächsten Lektionen dann zuerst noch die Integral von Euler zeigen. Ich denke, das ist jetzt sinnvoller, als da noch weiterzumachen, weil wir sehen schon, da haben wir also die Ableitung von dem hier, das führt nicht da hin. Das ist also der Fall, das ist nicht der richtige Integral. Und darum denke ich, lasse das hier nicht mehr so stehen. Und dann würden wir in den Folgelektionen würden wir langsam übergehen zum Logarithmus und Euler, dass wir das auch noch behandelt haben. Zwar habe ich dort jeweils den unbestimmten Integral schon behandelt, aber noch nicht die Flächenberechnung. Und es wäre jetzt vielleicht auch noch wichtig, dass man hier eine Fläche würde. Dann berechnen von bei Euler und bei Ellen. Ich denke, ich mache dort weiter. Und was die Antwort anbetrifft, warum wir immer eine Flächeninhalt von 4 haben, von 0 bis 2 Pi, also anscheinend nicht bei. Ja, wahrscheinlich würde auch da unten, hätten wir auch hier. Das Vieri. Ich muss doch kurz nachschauen, was das bedeuten würde. Also Sinus von Pi. Geteilt durch x. Das könnte unter Umständen schon wieder 4 geben. Ich muss noch ein bisschen überlegen, warum es immer 4 gibt. Ich werde dann, sobald ich dort wieder. Was ich manchmal machen kann, ist, wenn ich eine Frage nicht sofort beantworten kann, dann schaue ich die Frage noch ein bisschen zu einem späteren Zeitpunkt an. Dann würde ich auf das nochmal zurück.